So, jetzt ist es wieder Zeit für eine kleine Spielrunde. Jetzt sind wieder vier freie Mitarbeiter. Es geht geht ja nicht so sehr um Sprache, geht es nachher auch, aber es geht auch um Musik. Ich könnte doch mal eine reine Damenrunde machen, oder? Meine Damen in der zweiten Reihe, Sie vier, haben Sie Lust? Ja, Sie haben Lust, das ist Ihr Applaus. Zack. Was, nee, kommen Sie. Sie werden Spaß haben. Ich freue mich so sehr. Hallo. 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 Das ist doch jetzt schon toll, oder? Hallo. Singen kann ich nicht. Wie, Sie können nicht sehen? Ach, singen können Sie nicht. So, erstmal schreiben wir bitte den Vornamen auf die Tafel. So. Kennen Sie vier sich denn? Nein. Nein? Nein, ich kenne nicht. Wer kennt sich denn? Also zwei werden sich doch kennen. Ihr Bede. Und ihr Bede auch? Ach, Sie sind einzeln gekommen und alleine? Ich bin alleine gekommen und sie ist mit ihrem Partner. Ach so, ja, der sitzt ja jetzt da. Ja. Sind der sie? Wollte nicht. Gott, das ist. Nein, den wollten wir nicht. Wir wollten ja vier Frauen. Und was geht jetzt in Ihrem Partner vor? Sind Sie das erste Mal getrennt? Ich glaube, der ist froh, dass er jetzt hier nicht sitzt. Nein, er wird Sie beneiden und Sie werden den Rest Ihrer Partnerschaft, wie lange auch immer sie dauert, werden Sie ihm vorschwärmen, wie schön das hier war. Wie ist Ihr Musikgeschmack? Durchwachsen. Was hören Sie am liebsten? Zurzeit Anna und Elsa im Auto. Wen? Anna und Elsa? Ja, ist ein Kinderhörspiel. Ja, ich meinte jetzt Musik. Na, das gibt's nicht mehr. Mit Kindern gibt's keine Musik mehr für die Mama. Nein, was im Radio läuft. Ja. Was im Radio läuft. Und wo freuen Sie sich besonders, wenn was im Radio läuft? Wie sieht's mit Oldies aus? Hi. Schön? Ja. Ja. Aber Sie hören ja Musik. Hardrock, ja, schätze ich. Ja, genau. AC/DC? Ja, genau. Ja. Super. Metallica? Ja. Megadeth? Alles. Das ist doch toll. Das ist doch das, genau das. Einem mit Kindern, dann kennen Sie auch Volkslieder. Das ist wunderbar. Und eine Hardrockerin. Wie ist es hier? Sie beiden kennen sich ja. Ja. Das sind Sie, Kollegin? Schwiegertochter. Schwiegertochter. Ja. Hatten Sie schon einmal Differenzen wegen des Musikgeschmacks? Nein. Nein? Nein. Sie wissen gar nicht, was Sie gern hört. Bingo! Was hören Sie denn gern? Maffei. Prima, das passt. Ja. Die frühen Sachen oder alles? Alles. Alles. Er kann singen, was er will. Ja. Ja. Deswegen bin ich auch immer so enttäuscht, wenn er hier jetzt so durchgezogen wird. Er wird doch nicht durchgezogen. Ich preise ihn. Ich hätte durchgezogen. Nein, das würde ich nicht. So haben Sie das aufgefasst? Ja, bin traurig. Nein, nein, nein. Was hören Sie denn gerne? Also ich muss mich outen, ich höre auch mal Schlager. Also wir sind wahrscheinlich besser aufgestellt, wenn es darum jetzt gehen soll. Das habe ich jetzt nicht Oldies, verstanden. Na, deutsche Oldies, Oldies, sowas auch. Ja, mal, muss ich also, mal outen. Also Sie hören gern Oldies und Sie hören aber auch Oldies, gerne. Gut, wer hat denn mehr Ahnung von Volksliedern? Ich sage mal, worum es geht. Wir werden in der ersten Runde, muss aus jedem Team eine Dame Oldies raten, die ich am Saxophon spiele. In der zweiten Runde wird dann die andere Dame, die dann nichts gemacht hat, außer Striche für die Partnerin, auf Instrumenten, die sie noch nicht kennt, Volkslieder spielen, die das Publikum rät. Das ist der Plan. Das heißt, jetzt brauche ich eine, die Oldies rät. Wer macht das bei Ihnen? Dann machen Sie das. Kommen Sie, ich nehme den Stuhl.
Und wir setzen uns, also Sie sicher mehr, hier so hin. Und das ist das Mikrofon. Nehmen Sie reichlich Platz. Wer macht es bei Ihnen? Oldies raten? Sie machen es. Ich nehme den Stuhl. Den tun wir hier hin. So, das ist das Mikrofon. Ihnen ist schlecht? Warum? Ach so, weil ich raten muss. Ach was, das machen Sie mit links. So, ich stehe dann in der Mitte. Sie müssen nur bitte schön laut in das Mikro sprechen. Sonst höre ich das ja nicht. Ich mache hier Krach. Und Sie sagen nicht vor. Was Sie aber bitte unbedingt tun, ist mitsingen. Sie werden jeden einzelnen Titel kennen, ich schwöre es Ihnen. Und das Lustige an dem Spiel ist, der ganze Saal singt, nur die beiden, die raten sollen. Das ist der Ge- Also, schön ins Mikrofon. Meine Damen, Sie sind bereit? Ja. Wunderbar. Dam-dam, es gibt einen, der zu dir hält. Dam-dam, dam. Ein und ein. Ja! Marmorstein und ein. Danke, danke. Wir sind schon beim nächsten Programmpunkt. Ein Strich. Aber es hätten Sie, die Titel hätten Sie auch gewusst. Oder? Ja. Ja. Gut, beim nächsten Mal, wenn Sie die Titel auch wissen, sagen Sie ihn. Ja. Dann kriegen Sie auch einen Strich bzw. einen Punkt. Ich stehe auf meiner Strippe. So, es geht weiter. Passen Sie auf. Der Grundgedanke des Spiels ist, Sie singen. Die beiden sprechen. Ne? Es war sicher mein Fehler. Ich habe es nicht gut erklärt. Ne? Nichts. Gut, wir nehmen das nächste Lied. Beim nächsten Lied singen Sie. Und die raten. Was ist jetzt? Warum kommt kein Ton raus? Den Lippen soll man küssen. Aua! Da habe ich mich so erschrocken, dass Sie plötzlich sprechen. Sehr gut. Sprechen. Rote Lippen soll man küssen. Cliff Richard, kennen Sie, ne? Yesterday. Boah, jetzt geht's aber los hier. Yesterday. Yesterday? Beatles? Kenn ich, aber... Aber? Sie spielen so schlecht, höre ich hier. Ich hatte sie fast ein wenig ins Herz geschlossen. Es geht weiter. Wir wollen niemals auseinandergehen. Ja, ist richtig. Nee, nicht I'm lonesome tonight. Wie heißt es genau? So ähnlich. Are you lonesome tonight? Ja, das lassen wir gelten. Ausnahmsweise. Ach, bin wieder so großzügig. Wilde
ist der Westen, schwer ist der Beruf. Ja, wie heißt es? Reite häufig für Inga. Wie heißt das Lied? Da sprach der alte Häuptling der Indianer, aber ja. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, es heißt so. Ach so. Wie heißt es? Humba Humba Tetere. Humba Humba Tetere. Hätten Sie doch gewusst. Hm? Sie macht nie Striche. Sie sind ja hier nur am Meckern. Ja. Nicht? Das ist. Dafür sind Sie ich auch bezahlt. Sind Sie Lehrerin? Nein. Rentnerin. Früher nein. Lehrerin. Nein. So, wie steht's denn hier? 4-2. Gut. Wenn Sie den nächsten Punkt machen, machen wir ein Unentschieden der Herzen. Maffei. Ja, sicher. Aber, ich brauche den Titel. Ich fange nochmal an. Brücken sollst du gehen. Musst du gehen. Oder musst du gehen. Ja, gut. Es hat nicht sollen sein. Ne? Sie waren knapp davor, aber ja, die freundliche junge Frau an meiner... So, ich trage Ihnen auch den Stuhl zurück. Sie müssen allerdings selber gehen. Hm? Ja, jahrelang Lipizzaner gewesen. Hm? So, ihr habt es überstanden. Jetzt kommen die beiden anderen Damen. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal die Instrumente, die Sie zur Auswahl haben. Eine Blockflöte. Ich spiele mal Stille Nacht, damit Sie ein Hörbild haben. Blockflöte. Kolbenflöte, da muss man nichts können. Das Instrument wird im Grunde nur verlängert oder verkürzt. Wenn es verlängert wird, wird der Ton tiefer. Wenn es verkürzt wird, wird er höher. Das heißt, wenn man ein Lied spielen will, in der Mitte anfangen, damit man nach oben und unten Spielraum hat. Oder Sie sagen, Sie möchten die Nasenflöte. Da ist das Schwierige, dass die Luft wirklich aus der Nase kommen muss. Ich spiele Stille Nacht. Nasenflöte. So, Sie haben natürlich die erste Wahl wegen des Sieges der Kollegin. Sie können auch sagen, wenn Sie nichts davon wollen, gurgeln. Das ist auch schön. Sie nehmen es mit dem Holz. Also, die meinen die Kolbenflöte. Vielleicht schon mal so ein bisschen üben. Wo ist das Blaue? Das nehme ich mal. Welches Instrument? Haben Sie gelernt? Ich habe das früher gespielt, ja. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Frische Blockflöte. Mal gucken, ob es noch... Achso, die ist falsch. Ist es falsch rum? Ja, ja. Der erste Test, den hat sie bestanden. Super! Dann darf ich die beiden Damen zu mir nach vorne bitten. Ich halte Ihnen das Mikrofon an die Instrumente. Ich zeige Ihnen Volksliedtitel, wenn Sie nicht wollen oder nicht kennen, sagen Sie nächstes. Wer möchte anfangen? Sie. Bekannt? Es ist ein Weihnachtslied, so viel helfe ich. Denken Sie dran, mittig anfangen. Weil so, ja.
Also, bei mir war das in der Kindheit, ging das Lied so. Und dann ein Hörer. Alle Jahre wieder. Hey. Ja. Gelernt ist gelernt. So. Ein Vor. Okay, oder ein anderes? Ein Vorweihnachtslied. Nee. Ein bisschen? Nee, ich dachte, ich weiß, wie die. Lasst uns froh und munter sein. Ein Strich, ja. Läuft. Läuft. Nee, nicht, ist ja kein Weihnachtslied, habe ich ja nicht gesagt. Hänschen klein, der Punkt steht wie eine Eins. Können auch ein einfacheres suchen. Weihnachtslied. Süßer die Glocken, nee, unentschieden. Wunderbar, toll, bleibt gleich hier. Ich darf alle Damen zu mir bitten mit allen Mikrofonen. Und jetzt machen wir noch ein ganz schnelles Schlussspiel. Sie werden kreischen vor Vergnügen. Wir spielen, darf ich das noch einen Moment haben? Wir spielen eine Runde Willi ist krank. Das kennen Sie. Ich sage zu Ihnen, Willi ist krank. Sie fragen, was hat er denn? Ich nenne eine Krankheit. Sie sagen zu ihr, Willi ist krank. Stille Post. Packe meinen Koffer. Stille Post ist ja mit, was übrig bleibt. Sie sagen, was hat er denn? Sie nennen meine Krankheit und eine neue. Und so geht das immer rum. Das rasend Komische ist, wir haben alle hochkant einen Korken im Mund. Sind die neu? Das habe ich in der NDR Talkshow mit Frau Süßmuth gespielt. Das war ganz toll, das können Sie googeln. Die sind, natürlich sind die neu. Die Flaschen trinken wir jeden Abend aus, damit wir am Abend neue Korken haben. So, hochkant. Will ist krank. Er hat eine Vorhautverengung. Eine Vorhautverengung. Und? Und? Er kann nicht huchen. Was kann er nicht? Huchen? Hupsen. Er kann nicht huchen. Okay. Ich überlege das Fremdwort dafür, aber er kann nicht huchen. Gut, okay. Ja? Nein, nur das Mikro nehmen. Ja. Hey, krank. Ach, ha, ha, krank. Eine Vorhautverengung, er kann nicht huchen und hat sich einen Wolf gerammelt. Was hat er? Was? Er hat sich einen Wolf gerammelt. Ein Wolf gerammelt. Er hat sich einen Wolf gerammelt. Er hat sich einen Wund geliebt. Wie zu ihr? Will er krank? Gut Glück, dass Sie nicht so schreien. Da kann man. Bisschen lauter. Ich soll das jetzt sagen. Ja, Sie sollen sagen, was hat er denn? Eine Vorhautverengung? Nein. Sie? Sie sagen, wie ist krank? Sie sagen, was hat er denn? Will er krank? Was hat er denn? Eine Vorhautverengung? Eine Ho? Er kann nicht fufu. Eine Fuchen und eine Ohren? Wund geliebt. Eine was? Wund geliebt. Eine Ohrenkelle und eine Fufachohre. Was? Eine Fufachohre. Ohre, okay. Ohre, aha. Ja.
Nicht so mehr. Onkel Willi ist krank. Wieso Onkel? Nur Willi. Willi ist krank. Mein Onkel ist. Ihr Onkel heißt Willi. Okay, Onkel Willi ist krank. Ja. Was hat er denn? Onkel Willi hat Vorhausverengung. Ja. Kann ich husten? Ja. Hat ein Loch gelaufen? Was hat er? Hast du dich losgelaufen? Gelaufen? Ja, ja, ich verstehe. Ja. Ohrenschmerzen. Ohrenschmerzen und? Und Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, ja. Okay. Onkel Willi ist tot. So. Das ist... So. Das ist... Das ist ja mit sensationell stark untertrieben, Ihre Leistung. Es ist ja nicht zu fassen. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wunderschön gemacht. Schönen Abend noch. Dankeschön. Das ist euer Applaus. Aua. Schön. Das war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wolf gerammelt, jo. Ach, jetzt haben Sie es erst verstanden. Weil wir ja, besser spät als nie, ne?